Friends, Michael Buchinger hier. Die Leute sagen gerne, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Und damit haben sie absolut recht. Ein Spiel für Idioten. Das einzige Spiel, das ich kutiere, ist Hass. Punkt 1 auf meiner Hassliste im November, wenn Leute an der Klotür rückeln. Es ist ja nicht so, als würden mir öffentliche Toiletten nicht schon genug Angstzustände bereiten, ja? Und dann habe ich noch immer das besondere Glück, dass wenn ich in eine Kabine gehe und abschließe, kommt Sekunden später eine Person und möchte die Tür öffnen. Und sie versuchen nicht wie eine normale Person die Tür zu öffnen. Oh nein, sie ruckeln daran, als würde sich irgendwie ein Topf voll Gold dahinter verbergen. Aber ich muss euch enttäuschen, dahinter verbirgt sich kein Topf voll Gold. Dahinter verbirgt sich ein Topf voller Enttäuschungen. Ich verstehe das wirklich nicht. Es steht doch meistens da, dass diese Toilette besetzt ist. Man kommt hier aus einem fremden Kulturkreis, in dem Rot heißt, oh ja, bitte, spazieren Sie herein. Ist absolut dumm. Wenn ihr nur halb so stürmisch beim Öffnen einer Tür seid, wie ihr im Bett seid, dann möchte ich eurem Partner gratulieren, ja? Punkt 2 auf meiner Hassliste, das Verhalten der Leute am Flughafen. Ich habe lange genug geschwiegen und es ist Zeit, etwas zu sagen. Ich hasse es so sehr, wenn die Leute am Flughafen den größten Stress haben und alle aus dem Weg schupfen und laufen und sprinten, damit sie sich als erstes bei der Schlange zum Boarding anstellen können. Ich meine, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Sie laufen wohin, damit sie länger wo anstehen können. Das ist so, als würde ich am ersten Tag zum Vorverkauf eines David Hasselhoff-Konzerts sprinten, um noch Tickets zu ergattern. Hey, beruhigt euch, ich bin sicher, es werden Tickets übrig bleiben. Es ist David Hasselhoff, okay? Was ich aber viel schlimmer finde, sind diese Menschen, die nach der Landung im Flugzeug sofort aufspringen, um irgendwie ihre Koffer zu ergattern und dann stehen sie aber minutenlang so awkward gebückt, weil sie natürlich noch nicht raus können, weil niemand raus kann, solange nicht das Fasten Your Seatbelt Sign erloschen ist. Das regt mich so sehr auf, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die als erstes beim Boarding anstehen und dann im Flugzeug wirklich sehr, sehr lange so stehen, damit sie dann ein bisschen schneller draußen sind. Das verstehe ich wirklich nicht. Nächster Punkt auf meiner Hassliste, langweilige Menschen. Ich finde nichts unangenehmer, als wenn eine Person glaubt, dass wir viel besser befreundet sind, als wir tatsächlich sind. Und ich meine, das einzige Mal, dass ich sie gesehen habe, war vor 8 Monaten und ich habe mir schon gedacht, oh, okay, ich glaube, sie hat mich vergessen, ich bin aus dem Schneider. Und dann meldet sie sich und sagt, hey, wann verbringen wir wieder so einen verrückten Abend wie damals, vor 8 Monaten? Das war echt crazy. Du meinst wie damals, als wir das verrückte Labyrinth gespielt haben und du eingeschlafen bist? Ja, das war doch echt verrückt, wir zwei wilden Biester. Lass uns doch mal wieder solchen Spaß haben. Crazy. Waren wir beim selben Treffen? Ich hatte nie Spaß. Ich habe heimlich Wein in meine Teetasse geschüttet und ich hatte trotzdem keinen Spaß, okay? Und sie versuchen dann irgendwie zwanghaft Insider zu entwickeln und Dinge zu sagen, ja, typisch wir. Und dann posten sie dir ein Bild vom das verrückte Labyrinth-Spielbrett auf die Pinnwand und sagen, oh, weißt du noch, damals, oh, typisch wir, bald wieder. Natürlich weiß ich noch, es ist die einzige Erinnerung, die wir gemeinsam haben und ich versuche seit Monaten sie zu verdrängen. Hör auf! Nächster Punkt auf meiner Hassliste finde ich sehr amüsant, wenn Leute versuchen, sehr viele ausländische, fremdsprachige Begriffe richtig auszusprechen. Und ich habe mich schon mal darüber beschwert, wenn jemand etwas falsch ausspricht. Und da meinte ich so basic Dinge, aber dann habe ich so Leute in meinem Freundeskreis, die zwanghaft versuchen, jedes einzelne Fremdwort richtig auszusprechen und es stört den Redefluss so sehr. Es gibt doch diesen französischen Regisseur namens Xavier Dolan und ich hasse Unterhaltungen über ihn so sehr, weil die Leute wissen nie, wie sie ihn aussprechen sollen. Und dann habe ich letztens einen Freund getroffen, der gesagt hat, ich habe letztens den neuen Film gesehen von Xavier Dolan. Es gibt sehr viele solche Leute, ist mir dann infolgedessen aufgefallen, die irgendwie versuchen sehr weltlich zu wirken, indem sie sagen, ich hätte gerne eine Melange. Das hat mich amüsiert und ich dachte, vielleicht amüsiert's euch. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt meiner Hassliste, nämlich zu Gasthass. Ich habe wieder einen Gast eingeladen, der uns einen Hasspunkt präsentieren wird. Und heute ist es Anna-Laura Kummer. Anna! Hallo Michael! Anna, du musst Hello Friends sagen. Hello Friends! Was hast du diesen vergangenen Monat so gehasst, Anna? Punkt 1 auf meiner Hassliste in diesem Monat sind Leute, die viel zu langsam fahren. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, da geht's ja eigentlich, weil da kann man überholen. Aber so auf der Landstraße oder im Ort oder irgendwo anders, Leute, die einfach 50 km/h zu langsam fahren.
das regt mich so auf, da komme ich einfach nicht vorbei. Und wenn ich zum Beispiel in die Schule muss oder so, ich meine, das ist eine gute Ausrede, um zu spät zu kommen, aber... Bist du dann so eine Autofahrerin, die urschimpft? Ja. Wirklich? Ich hupe auch manchmal, wenn es mir wirklich auf die Nerven geht. Ja, schau, es bin vermutlich dann ich. Ich fahre sehr gern langsam und dann bist du hinter mir und hupst. Ich bin immer ein bisschen zu schnell, aber nicht es zu ist schnell, okay. Nur eine Spur. Es sind Geschwindigkeitsvorschläge. Genau. Punkt 2 auf meiner Hassliste für diesen Monat sind eindeutig Leute, die sich aufregen, wenn YouTuber Produktplatzierungen machen oder Affiliate-Links irgendwo posten. Ich kann es verstehen, wenn es auf die Nerven geht, wenn man andauernd Produktplatzierungen einfügt, aber wenn man hier und da mal sich etwas dazu verdienen will oder ein Produkt sonst so gut findet, warum sollte man der Firma dann nicht helfen, bekannter zu werden? Und ich verstehe nicht, warum es so schlimm ist, wenn dann ein YouTuber ein paar Prozente dazu bekommt. Es ist fürchterlich. Und fühlst du jetzt erleichtert, dass du endlich all dein... Total. So richtig eine Last ist weg. Das ist das, was ich die ganze Zeit predige. Danke, dass ihr heute mit dem Video... Schaut auf jeden Fall auf Annas Kanal vorbei, denn dort haben wir auch ein Video gemacht. Spaß, Spaß, Spaß. Hier oben ist ein Abonnieren-Button und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.